Tausende tote Rinder auf deutschen Höfen seit dem Ende der 90er Jahre. Manche Rinderzüchter verlieren ihre Existenz. Seit 2006 waren es 600 Tiere. Neugeborene Ferkel mit schlimmsten Missbildungen, die meisten nicht lebensfähig. Ich habe festgestellt, wenn ich mehr Glyphosat im Futter habe, dann habe ich 70 Tage später eine höhere Rate an missgebildeten Ferkeln. Die Ferkel wurden an der Universität Leipzig untersucht. In allen untersuchten Organen jeden Tieres haben wir Glyphosat nachgewiesen. Kann tatsächlich ein Pflanzengift die Ursache sein, von dem tausende Tonnen jedes Jahr auf deutschen Feldern verspritzt werden? Oft sogar noch kurz vor der Ernte, sodass sich seine Rückstände in Brot und Brötchen finden. Noch viel größere Mengen an Glyphosat als in Europa kommen in Südamerika zum Einsatz. Aus diesen Anbaugebieten werden erhöhte Krebsraten bei Menschen gemeldet. Die europäischen Behörden jedoch wiesen solche Zusammenhänge stets zurück. Doch im März erfolgt der Paukenschlag. Die Internationale Krebsforschungsagentur der WHO bewertet Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen. Doch die deutschen Behörden sowie die Europäische Gesundheitsbehörde EFSA halten ihre wissenschaftliche Bewertung dagegen. Glyphosat sei wahrscheinlich nicht krebserregend. Die Verwirrung ist komplett. Dann Ende November ein Protestschreiben von 96 Wissenschaftlern aus 25 Ländern. Tenor, die EU-Bewertung sei unglaubwürdig, durch die Datenlage nicht gedeckt und weiche von wissenschaftlichen Standards ab. Einschlägige Richtlinien würden ignoriert. Der Toxikologe Professor Christopher Portier hat wichtige US-Behörden für Chemikaliensicherheit geleitet. Er kritisiert vor allem die Bewertung der Tierversuche hart. Sie haben in 5 Studien an Mäusen, in insgesamt 7 Fällen, Häufungen von Tumoren ignoriert. Wir glauben, diese Bewertung ist fehlerhaft. Die Wissenschaft streitet. Und die Verbraucher sind verunsichert.